Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer hier aus dem wunderschönen Kanada. Jawohl. An meiner Seite wie immer mein Experte, der liebe Gurke. Jawohl, ich grüße auch alle Fahrer hier im Chat, die schon schwer nervös sind, hoffe ich mal. Damit einige Fehler passieren, damit wir ein bisschen Spaß haben hier heute. Ach ja, Spaß ist immer vorprogrammiert hier. Ich glaube, heute gibt es wieder ein paar neue Unterschriften auf The Wall of Champions. Jawohl. Die Wall of Champions. Die wollen sich ja verewigen, habe ich gehört. Jo. Ja, Lobby ist, wie ihr seht, im Laden gerade. Müsste aber jetzt gleich losgehen. Auf jeden Fall. Geht jetzt hier gleich los. Ja, was gibt's zu Kanada zu erzählen? Also ich, von meiner Seite sage ich mal, ist eine rein theoretisch einfache Strecke, weil es ziemlich viele Geraden gibt. Dann gibt's, das einzige Schwierige sind die paar Schikanen. Jawohl. Da muss man mal schauen, wie man da rauskommt. Abkürzen ist auch immer so eine Sache. Das ist schön. Weil Streckenlimits sind da sehr, sehr eng bezeichnet, habe ich mitbekommen. Jo, also wir haben heute diesmal tolles Fahrradfeld, das ist schon mal sehr schön. Dunkle Wolken haben wir auch, wie man sehen. Ich hoffe, Wetter alles trocken, wurde uns hier mitgeteilt. Das ist schade. Ich hätte viel im Regen gerne gesehen. Ich auch. ja, dann viele Namensänderungen. Ein paar sind dabei, sehe ich. Ja, Xbox hat ja wieder einen rausgenommen, kannst wieder den Namen ändern. Umsonst. Deswegen gab es jetzt wahrscheinlich hier ein paar Leute, die wieder unzufrieden waren mit ihren Gamertag, haben sie deswegen geändert. Da müssen wir uns dann auch erstmal ein bisschen reinfuchsen, wer also Dark ist. Venom ist wahrscheinlich Marcy, so wie das aussieht. Sieht ganz danach aus, ja. Ja, und dann haben wir noch UFL Dominic da unten, der ist im Renault, das müsste dann Bluetooth-Reis sein. Jawohl. Wenn wir uns mal schon mal zurechtgefunden und dann, ja. Gehen wir mal auf die Strecke, auf die Leute, Ja, der liebe Dominik ist jetzt auch vorne mit dabei. Dann die zwei Mercedes, also heute an lieber seiner Seite ist der liebe Project. Mal kurz durchgehen, wer überhaupt als Ersatzfahrer da ist. Okay. Mal kurz durchgehen. Und zwar, wir haben... Wo haben wir's? Wurde doch eben, also wir haben King Kev im Alpha Tauri, dann haben wir den Project im Mercedes. 8 im McLaren wieder mal. Genau, und Finger im Alfa Romeo. Ja. Die vier fahren heute als Ersatzfahrer mit von der Partie und ja, Project fängt halt hier mal die schnelle Runde an. Mit dem Medium ist eine Variante, wenn er die Pace hat, könnte eher von Vorteil sein, hinterher die, vielleicht die Soften zu holen oder vielleicht auch mit einer Ein-Stop-Strategie durchzufahren mit Medium Hard. Ist auch möglich. Also wir können entweder zwei Stops oder ein Stop sehen. Müssen wir abwarten. Was ist denn die schlauere Variante? Also... Oder was, sagen wir, was ist die schnellere Variante? Die schnellere Variante. Die schnellere Variante sollte laut Spiel die zwei Stops sein. Bin ich aber nicht so der Meinung, weil Medium Hard hast du einen Boxenstopp, klar, hast einen Boxenstopp weniger, ist schon mal ganz gut. Dafür ist da ein Ferrari. Oh, schnell, ich glaube Reapers war's. Ja, abgeflogen. Also Medium Hard ist genauso schnell. Also das ist... So. Das macht sich keinen großen Unterschied. Project gecuttet, bestimmt letzte Runde. Liebe 1-10. Aha, Shadow ist der erste. Shadow war der erste, ja, mit der 1-11.
Und Dominik haut dann mal eine 1-10-0-0-4 raus. Genau. Und Geminali toppt das Ganze nochmal. 1-9-2. Das, hier geht's wieder drunter und drüber. Ja, King Kev reiht sich rein mit einer 1-11-8-4-7. Crypto Fans 1-9-4. Ja, jetzt kommen wir, wenn wir die ersten nächsten, die Zeit kommen jetzt alle rein. Weil es sehr viel Betrieb auf der Strecke, wie wir sehen. Jawohl. Wir haben nur drei Leute noch in der Box. 1-10-3 von Wolf Cooper mit dem Medium natürlich. Ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Medium sieht auf jeden Fall ganz gut aus mit 1-10-3. Oh, R-Rider ist hier rausgeflogen. Jawohl. Eight auch eine 1-10-3. Also Wolf Cooper und Eight trennen da ein paar Zentimeter auf der Strecke sozusagen. Und ja. R-Rider hat natürlich komplette Frontflügelschaden, muss jetzt die ganze Runde fahren, ist natürlich bitter für ihn. Ja, aber hat ja schon eine Zeit gesetzt mit einer 1-10-2-9-9. Ja, also Seth Gaming wieder, Sexy Sachs, Procheck auch wieder gecuttet, hat Procheck schon die zweite Runde, Nick Glauder, Twitchy ist hier aber vollkommen im Verkehr, also sehe ich da gerade, ist ein Williams davor, also die behindern sich hier gerade. Ja, und der, ich glaube, das war, ja, Aid fährt da den Twitchy hinten rein. Also, die Jungs, ist richtig Betrieb hier gerade auf der Strecke. Behindern sich gerade ein bisschen. Ja, also, Phantom schreibt auch im Chat rein, Soft Medium. Ja, unser Reifen Fuchs, sag ich mal, Phantom von der ersten Liga kann auch Soft Medium fahren. Das ist natürlich klar. Der schläft wahrscheinlich bei den Reifen nachts und mit dem Flüstern. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Phantom ist da immer so einer, der das schafft, auf jeder Strecke Soft Medium zu fahren. Also, Pito hat auch gerade gecuttet, das heißt, da wird nichts auf dem Board auftauchen. Ja, nehmen wir mal Gandalf drauf, der hat noch keine Zeit gesetzt von... sind viele, weil die keine Zeit gesetzt haben, weil... ja... ist natürlich klar, ja, wie gesagt, die Track Limits sind sehr eng. Genau, die Track Limits sind da wirklich. Und Wolf Cooper hat die Session aufgegeben. Der, ja, da links war er in der Mauer drinne. Also, Ende Sektor 2 ist Wolf Cooper da ausgeschieden. Das heißt, der bleibt auf einer 10-3 mit den Mediums. Ist jetzt die Frage, reicht's für die Top 10 oder hat er dann trotzdem noch Reifenwahl? Ich würde sagen, seine Zeit ist auf jeden Fall ordentlich und wer weiß, vielleicht bleibt er ja so ungefähr auf der Platzierung. Ja. Und dann ist es nicht ganz so tragisch. Gandalf schiebt sich da mit einem Soften. Oder zwei Plätze würde er noch runterrutschen. Ja, das ist jetzt schon wieder Achter. Aber Project hat jetzt auch nach der dritten Runde endlich mal eine Zeit gesetzt. Danny. Ja. Ist der nächste, den der Zeit der, setzen der sollte, glaube ich, ja. Oh, 1-2-41-9. Das ist natürlich eine gute Zeit hier. Um im oberen Mittelfeld definitiv mitzumischen. Also eine sehr, sehr lange Gerade hier. Ja, und dann kommt natürlich die Schikane, wo draus ankommt, ja. Wo viele. Ah, okay, dann die Box. Bunny fährt in die Box. Und Reapers, ah ja, okay, Reapers auch, ja. Ja, sonst Gandalf Dominik ist der Nächste, der auf einer schnellen Runde ist. Oder der Einzige, der auf einer schnellen Runde ist momentan. Die anderen sind alle auf der Outlap oder in der Boxengasse. Ja, oder wie Twitchy, der auf einer schnellen Runde ist, aber die ist ungültig, wenn ich das so sehe. Ja. Aids hat gerade geschrieben, er wird eine 1-9-6 schaffen, wenn da keiner ihn behindert. Ja, dann bist du mit da oben bei, dann bist du da bei, guck mal, Karanda hat da 1-9-9-6-9 da. Oh ja, hat er nochmal eine Zeit direkt nachher nochmal rausgehauen, eine richtig gute. Ja. Weil ich weiß, dass der auch nicht viel geübt hat, der hat eben mal ein paar Minuten noch zwei Runden gedreht. War's dann auch. Ja. So, hier haben wir mal einen anderen Red Bull Pilot,
Sexy Sachse, der momentan ein bisschen seinen Teamkollegen hinterherfährt. Lässt ihn so ein bisschen davon im Stich. Ja, also Giumiardi wäre vielleicht ein bisschen froh, wenn dann sein Teamkollege das ein bisschen, die anderen ein bisschen mal die Punkte klauen würde. Gerade den zwei Renaults, das wäre sehr praktisch für Red Bull auch. Oh. Kommt er jetzt gleich über Start und Ziel mit den Mediums, ist eine 1.10.5, 10 da. Ist auch keine schlechte Zeit. Aber man muss auch sagen, er hat in den letzten Rennen auch immer ein bisschen Pech gehabt. Ist ja immer im Verkehr gelandet und dann war er immer vor dem Quer und dann viele Plätze verloren. Und dann hat er sich aber selbst die Konzentration wahrscheinlich gefehlt und er selbst ein Ei gelegt. Ansonsten, überall wo ich reinschaue hier, ist ungültige Runden. Außer bei Venom, der aber auf eine sehr langsame Runde geht. Also wir sind jetzt erstmal beim WM-Führenden, soweit ich das weiß, bei Kiliuminati. Ja, genug Rennen gewonnen, der ist definitiv davon als WM-Führender. Ist jetzt gerade wieder auf der schnellen Runde, wieder mit Soft. Gucken, ob er die 1.9.2 knacken kann. Ist aber ziemlich flott unterwegs. Kommt jetzt gleich in Sektor 2 und ist nochmal eine halbe Sekunde schneller. Also, Ja, will dann nochmal. Wenn er das durchbringt, holler die Waldfee. Also, wenn er hier mit einer 1.8.7 aufs Board bringt, dann ist das definitiv Liga 1 Niveau. Definitiv jetzt schon Liga 1 Niveau. 1.9.2, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, 1.8.9. Also hat er ein bisschen Zeit liegen lassen im letzten Sektor gegenüber seiner anderen Zeit. Ja, aber trotzdem 1.8.9, bombenstark. Ja, der nächste, der jetzt hier reinkommt, ist Seth Gaming, der noch keine sehr gesetzt hat, aber das wird eine 1.10.3, schiebt sich da erstmal auf die 7. Das sehe ich auch gerade. Ja. 800stel schneller als 8. Bin jetzt gerade mal auf King Kev drauf, der jetzt gleich Ende Sektor 2 ist. Immer auf Platz 16. Ist jetzt auch wieder auf Verbesserungskurs. Könnte da vielleicht den einen Platz gut machen. Ein bisschen Wheelspin gehabt. Stand da quer in der Hanare-Kurve. Gibt's gerade den anderen AlphaTauri-Piloten sehe ich gerade, der auch noch keine Zeit gesetzt hatte. Ich habe aber dich erst ausreden lassen. Also bislang passt es soweit ganz gut, was Dani hier so macht. Also Kev konnte sich nicht verbessern. Ist da genauso schnell gefahren wie vorhin auch. Ist da sehr viel Platz auch im Curb bei der Haarnadel. Und jetzt geht's natürlich auf die sehr, sehr lange gerade. 8 ist vor ihm, bin ich jetzt drauf. Diesmal mit den Soften unterwegs. Mal gucken. Oh, okay. Er bricht ab. Fährt in die Boxengasse. Ja, und Dani hat die World of Champion nicht berührt. Das war sicher. Oh, eine 1.9.7.7.7. 70 da vor Gandalf. Sehr stark. Ja, also Shadow kommt als nächstes in 1.10.5. Konnte sich da ein bisschen verbessern. Ja, der liebe Kilo ist jetzt auch auf dem Weg. Abgekürzt. Da, die letzte Linkskurve, da hat er immer wieder Probleme. Das ist schon die dritte Runde, wo er da dann zu viel über den Körb fährt. Ja. Das wäre eine 1.9.7 oder so gewesen, wenn ich richtig gesehen habe. Das wäre da vorne wieder mit drin, ne? Ja, wieder vierter Platz. Ich bin jetzt gerade noch auf Urfeld Dominik, der gerade wieder ein Zehntel rausholt aus seiner vorigen Zeit. Wenn er sich da noch ein bisschen steigern kann, könnte er vielleicht Kiliminat wieder den Platz streitig machen. Oh, nee. Ist gecuttet. Ist gecuttet die Runde. Ärgerlich für ihn. Gandalf ist jetzt auf der schnellen Runde. Fängt sie gerade erst an. Niki Lauda ist jetzt im letzten Sektor. Ein Zehntel Verbesserung. Der Ferrari macht da mächtig viel Platz. Besser so als gar nicht. Kommt jetzt auf die lange Gerade. Da ist der nächste Ferrari, der Platz macht. Sehr schön, Jungs. Und Niki Lauda fährt in die Box. Okay. Schön.
Shadow fährt. Ist wieder ein Unglück geworden. Also ich bin noch bei dem, der noch keine Zeit gemacht hat. Der fährt aber in die Box. Ja. Gut, dann gucken wir mal ganz einfach. Bislang aber auch alle ein Zehntel Soft qualifiziert. Ein Zehntel schneller. Ja, die werden dann auch alle auf eine Zwei-Stop-Strategie gehen. Oder vielleicht auch ein Stop, wenn sie gut mit den Reifen umgehen können. So, wenn du beim Gandalf noch drauf bist, hab ich parallel einen Repass. Oh, küsst da die Wall of Champions. Kommt aber über die Ziellinie und hat eine 1,95 rausgehauen. Vierter Platz, also 4 Zehntel verbessert. Junge. Glück gehabt, dass da das Auto nicht zerstört worden ist. Aber hat sich gelohnt, so Risiko zu fahren. Ja, und Repass fährt hier eine sehr, sehr starke Zeit im Sektor 2. Der könnte sich, wenn er jetzt alles passt und die Wall of Champion nicht küsst, sagen wir mal so. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber ich hab's auch verbessert im Kopf. Dann könnte das da oben unter den Top 5 reichen. Ich wäre da sehr vorsichtig. Boah, ja, aber sehr gut an der Wall of Champion vorbeigekommen. Passt. Und 1,10er, nur 7er. Hat da noch ein bisschen Zeit verloren. Aber da vorne wieder im neuen Auto da, Ferrari, top. Ja, jetzt hat nur Pitu noch keine Zeit gesetzt. Der ist aktuell noch in der Box. Ja, ein Versuch auf den Soften. Also ich würde ihn raten, jetzt rauszufahren, weil wenn es wieder gecuttet ist, kann man nochmal eine zweite Runde setzen. Nicht alles auf eine Runde zu setzen, wäre jetzt ein bisschen oder er macht, riskant. Er macht Start von hinten. Air Rider setzt sich auch wieder nach vorne hin, vor Reaper sogar. Ja. Aber wir sehen auch, Wolf Cooper ist jetzt aus der Top 10 draußen. Ja, und damit hat er frei Reifenwahl. Genau, seine Reifen auswählen. Ja. Twitchy fährt rein. Jetzt kommt Project und setzt sich auf die 5. 1,97. Also, diesmal sind die Leute ziemlich nah beieinander, außer halt unser Killy Minati, der mal wieder Seelenmutter allein da vorne steht, mit einer halben Sekunde Vorsprung. Das ist schon natürlich schon eine Ansage. Also, das ist schon. Was der Spätanmelder Griebe hier da noch zu bieten hat, aktuell 7. mit einer 1,10,086. Ja. Dann eine kleine. Hat sich auf jeden Fall nochmal um 3 Zehntel verbessert. Ja, fast 4 Zehntel. Ja, also er könnte da eine 1,96, gleich eine 1,95. Also er könnte da zwischen 4 und 5 da vorne reinspülen. Muss halt auch die letzten 2 Kurven jetzt noch gut meistern. Ja, wer weiß, vielleicht schafft er es auch in die letzte Sektor noch ein bisschen mehr Zeit rauszuholen. Gecuttet. Au, ärgerlich. Zu viel über den linken Körper gekommen. Das wäre eine. Ja, gut, er bremst jetzt das. Bremst ab. Bremst ab. Wird auch keine Zeit mehr setzen, also ist. Nee. Das ist gegessen jetzt hier bei dem. Dann schauen wir mal Errol, aber da ist auch schon die Map da unten rechts rot. Das heißt, Schütze-Fan ist nicht auf einer stillen Runde, so wie ich das sehe. Ja, hat schon. Wird vielleicht jetzt gleich attackieren. Sind jetzt viele noch auf der Outlap. Ja. Pito ist jetzt schon auf der schnellen Runde, wie ich das sehe. Ja, Pito auf der schnellen Runde. So, wo geht's für den McLaren-Piloten hin? Also er hat mindestens jetzt gleich noch einen Versuch, das auf jeden Fall. Kommt da leicht aufs Gras raus. Wo bleibt die Uhr stehen? 1,96 auf die Platz 5. Steht immer noch unten dieses. Oh, ein Sektor 2. Okay, das ist Air Rider oder so. Ja, der hat da ein Problem gehabt. Oh, lieber Herr, kommt jetzt nochmal. Ich bin bei Seth Gaming unterwegs. Der ist 2,8 Zehntel schneller als seine aktuelle Zeit. Das heißt, der könnte sich auch nochmal um 2-3 Plätze verbessern. Da jetzt ab, lässt er gut Platz. Ja, also gegen GF konnte sich nochmal verbessern auf eine L4. Jawohl, schiebt sich auch auf die 8 vor. Sehr, sehr stark. Jetzt prasseln natürlich die Runden rein. Ja, man
Niki Lauda ist da über eine halbe Sekunde sogar schneller. Könnte sich da auch nochmal vorne um die Top 10 rein katapultieren. Sexy Sachse ist davor, aber ist zu langsam, fährt in die Box. Ja, und Pito gibt hier Aether noch mal ein bisschen Windschatten auf der Geraden. No, also Windschatten packe ich bei McLaren. Kommt da auch jetzt mit über die Linie. Niki Lauda auf die 4. Ja, und Aether auf die 8. Also, saustark vom Racing Point da noch mal einen rauszuhauen. Giovinazzi ist gecuttet. Da kommt Shadow auf die 14 und das war's dann. Das war's, ja. Also. Qualifying ist zu Ende, meine Damen und Herren. Qualifying zu Ende, also Giovinazzi da vorne wieder ohne. Ja, und ich muss auch ganz sagen, der war dann wieder ein Zehntel schneller gewesen, wenn er nicht gecuttet wäre in der letzten Kurve. Hätte da vielleicht eine 187, 188 vielleicht raushauen Sollte können. Sollte man vielleicht überlegen, ob man eine Geisteinstellung hier macht, damit den Geist dann nebenbei hat, weil damit er wenigstens ein bisschen Konkurrenz hat. Ja. Mal gucken. Aber was haben wir? Niki Lauda da vorne eine 4, auch wieder eine gute Überraschung. Ja. Gandalf 5. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Gute Teamleistung wieder von Renault, wie wir es von den zwei gewohnt sind, auf 2 und 3. Und McLaren auch da vorne mit 6 und 8 dabei. Ja, Project, Daddy, McLaren so ein bisschen trennt voneinander. Ja. Ja, Danny auf 9, Surf Gaming, der sich ja auf letzten Sekunden noch auf die 10 geballert hat. Und damit Libia auf die 11. Damit ist der Libia der Erste, der freie Reifenauswahl hat. Mal gucken, was die Leute da hinten machen. Ob sie mit Medium, Soft oder Hard starten. Sehr interessant heute, weil es viele Möglichkeiten gibt. Das stimmt allerdings. Ja. So, ich werde dir jetzt erstmal ein Getränk holen. Das ist sehr nett. Gibt's wieder einen Postmann? Schleichwerbung ist da. Ja, dann würde ich schon mal erstmal alle mal ein Chichi raus an den Fahrer. Sehr schönes Qualifying von allen. Total eng beieinander. Also das Feld ist super. Also schön anzusehen. Ja. Also Giovinazzi wieder mit der Pole. Dominik und Fitzefan auf 2 und 3. Niki Lauda mit seinem Racing Point auf der 4. Gandalf auf der 5. Pito auf der 6, Project 7, 8, 8. Alpha Tauri, Dani ist der 9. und Zef Gaming 10. Und ja, warum Liebe hier aus der Top 10 rausgeflogen ist, sieht man hier. Er hat nur mit Medium gefahren. Also, der wäre safe davon dann mit dabei gewesen mit Soften. Also, vielleicht war es auch so eine Taktik, ich will die Soften nicht haben, ich fahre nur Medium Hard oder so. Hat es versucht, damit dann einfach in die Top 10 zu kommen. Ja, also der wird wahrscheinlich dann auf eine 1-Stop-Strategie aus sein. So wie man das hier sehen kann, will die Soften anscheinend im Rennen nicht benutzen. Es besteht ja auch die Möglichkeit mit Hard, also hinten könnt ihr mit Hard starten. Ja, natürlich. Hard Soft vielleicht oder Hard Medium machen. Genau. Hinten raus eine schnelle Pace machen. Ja. Oder halt Medium Soft oder... Weil der Medium hält schon deine 15 Runden. Wenn du die dann halt noch ein bisschen strecken könntest. Ja. So, 5 Minuten, kurze Unterbrechung. Ja, 18.40 Uhr kommt's zum Showdown hier in Kanada. Ja. Das ist wieder hier Top-Arbeit hier. Wieder top alles hier organisiert. Natürlich. Nicht nichts anderes gewöhnt. Ich habe sogar schon das Essen aufwendig gemacht, also rundum Service bei mir. Also war doch eine gute Entscheidung, nicht sonntags zu fahren. Und, Aber du fährst ja dafür Freitag. Du bist jetzt am Freitag schon die Strecke gefahren? Nee, bin ich nicht. Bist du nicht gefahren? Nein, bin ich nicht gefahren. Ich hatte keine Zeit. Ich stehe ein bisschen unter Prüfungsstress. Deswegen.
Also kannst du gar keine Expertise jetzt hier abgeben, ob sich die Strecke im Rennen anders verhält als im Qualifying. Ja, doch, ich bin Samstag gefahren. In anderen Ah, ja, okay. Da kannst du ja doch mal die Prognose abgeben, ob sich die Strecke während im Rennen nochmal anders verhält. Ob es da. Kann man. Wo kann man überholen? Man kann bestimmt kurz vor der Haarnadel kann man einen Ansetzer machen, dass man in der Haarnadel irgendwie überholt, bei so einem Cut, bei so einem Ausgang. Ja, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, sich da irgendwie vorbeizubremsen. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, da müssen auch wirklich beide mitspielen. Also muss der überholt werden und müsste da wirklich sagen, okay, der ist jetzt neben mir. Ich nehme das jetzt mal in Kauf und lasse ihn vorbeigehen, weil zu zweit durch die Schikane geht nicht und irgendeiner wird dann irgendwelche Strafen dann kriegen, wenn man dann ein bisschen cuttet oder so. Das ist halt dann immer ein bisschen ärgerlich, aber die lange Gerade bietet natürlich dafür schöne Überholmanöver und Immerhin. ja. Also werden wahrscheinlich für die meisten Denke ich da oder Start und Ziel kann man ja natürlich auch noch, hat auch noch DRS und die Gegend gerade mit DRS kann man auch noch nutzen. sich, wenn man da besser rauskommt als der Vordermann, klar. Kommt man da auch vorbei. Oder vielleicht sogar vor der Haarnadelkurve, wenn man sich da auch leicht reinbremst. Also, Gibt ich auf habe jeden da Fall schöne Chance. Fights gesehen, auch vor mir gewesen. Oder auch Ja. selber sehr schöne Fights gehabt in der Haarnadelkurve. Da kann man schon einiges Das glaube ich auch. vorbereiten, dass man auf der ganz langen Gerade vorbeifahren Spielt kann. der Windschatten, wenn ich jetzt auf der langen Gerade bin, hab den Windschatten, hab DRS offen, um wie viel Meter verschiebt sich der Bremspunkt in den letzten 20 Jahren? Also ich würde schon so, ja, fast schon 10, 20 Meter so um den Dreh rum. Ja, Muss man da halt schon so dann viel. wirklich schon abschätzen. Ja, du hast dann wirklich deine 20 km/h schnell mehr, gell? Das ist schon Wahnsinn. Da muss man schon aufpassen. Da bin ich mal gespannt, wer sich da so verbremst. Ja, Es wird es lädt wahrscheinlich. natürlich auch ein, hier gerade die letzte Kurve von der Schikane, die linke, wenn du da nur einmal ein bisschen mit dem Reifen auf den Curb kommst, direkt Verwarnung. Also ich habe jedes Rennen jetzt hier mal kurz mal beobachtet, auch in anderen Ligen halt, prasseln da ganz schöne Strafen rein. Also wenn hier jemand Safe durchkommt, safe das ist schon durchkommt, gut. ohne Strafen, wegen Abkürzens, Respekt, also und dann trotzdem halt noch schnell fährt, muss ich ja dazu sagen. Safe fahren kann jeder, aber dazu noch schnell sein, ist schon eine Kunst und wir werden uns überraschen lassen. Ich habe da so einen im Blick, der momentan, ich glaube, in der kompletten Liga, in den letzten Die sieben, meisten. noch keine Strafe Ach gerichtet, so, also da kann ich sagen, großartig keine Strafe gerichtet habe. Erstattet, glaube ich, von fünf war das, glaube ich, der Williams-Pilot Kagandalf, der immer auf jeder Strecke sehr safe fährt und dann belohnt wird dafür. Ja, es ja. ist ja dann natürlich eine Belohnung, wenn du dann. Immer gut durchkommst ohne Probleme und die anderen haben die Strafen, dann rutscht das ziemlich nach vorne. Das Ja. kann jetzt hier natürlich sehr günstig sein für denjenigen, der safe fährt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kann dann doch nachher noch einiges verschoben werden. Bin Da gespannt, müssen wir wer auf jeden Fall normalen Sieg aufpassen. holt und was sich nachher ändert. So, So, noch eine Minute. eine Minütchen. Eine Minütchen. Und dann geht die Einführungsrunde auch schon los. Ich bin gespannt, wie viele Safety Car wir haben. Ich hoffe mal keinen. Das wäre mal cool, dass mal alle 20 Leute reinkommen. Wir werden sehen. Schon in der ersten Ja. Aber Kurve. man sieht doch jetzt, ist das Wetter schon im Rennen gleich wieder besser. Also Ja, Aufbauen hält. also es wird auf jeden Fall keinen Regen geben. Das haben wir ja schon geschrieben, beides trocken. Nur in Champagner, du Regen nachher. Ja, der wird wahrscheinlich wieder von Geminadi kommen. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht wird er ein bisschen nervös unter Druck gesetzt von den Renaults, entscheidet sich für die falsche Strategie. Das ist natürlich, ja, Weiß kommt nicht, doch, was? vielleicht verbremst er sich auch am Anfang und Schaden, wer weiß. Es ist ja alles möglich beim Ja. Start. Nichts ist unmöglich. Sogar der Letzte kann Erster werden. Das stimmt allerdings. Aber der sitzt ganz hoch im Regal. Der sitzt ganz oben gerade. Der muss dann schön was aus dem obersten Regal rauswerfen, damit Ja, mit der der überhaupt die auf Chance Platz hat, da 1 kommt. Ja, rauszukommen. ja.
So, die Herrschaften gehen jetzt hier auf die Einführungsrunde. Reifen schön warm machen, bitte. Denkdran zu Platz lassen. Ist nur die Einführungsrunde und dann. So, wie man sieht, keiner für die Harten. Also, alle schon, zwei Stop-Strategie wahrscheinlich. Also vermute ich jetzt mal. Vermuten, ja, gut, die Mediums, die können immer noch auf die Harten wechseln, die Soften natürlich auch, ist natürlich auch klar, wenn die bis Runde 10 da durchhalten, dann 25 Runden mit den Harten, ist machbar, auf jeden Fall. Ja, der einzigen zwei, die von hinten mit den Soften starten, ist Twitchy und Dark Venom, also... Die zwei wollen direkt attackieren und ein paar Plätze gut machen im ersten Stint. Der Rest versucht es dann wirklich mit den Mediums. Ja, lange möglich fahren. Und dann mal gucken, ob sie nochmal Medium fahren oder auf die Harten gehen. Ja. Oder auf die Harten gehen. Ich bin's gespannt. Oder einen kurzen Stint mit Soft machen. Ja, da unten kriegen wir gerade noch die Boxen-Dinge bei mir eingeblendet. Zwei Stops oder vielleicht von unserer Prognose auch noch ein Stop. So, meine Damen und Herren, die Herrschaften reihen sich jetzt hier ein. Ja. Fahren immer alle schön mit Biegen an der Wall of Champions vorbei. Vielleicht sehen wir ja auch ein paar, die da nochmal unterschreiben möchten mit ihren Materialien, Carbon-Teilen. Viel Platz ist zwar nicht mehr da, aber gibt mir immer wieder die Möglichkeit. Sauber gemacht wird immer. Und eine Lücke findet man auch immer. Ja. So, jetzt machst du das Spiel noch eben zurecht. Ah, jetzt drücken. Soweit. Gut. Ampeln sind auf Rot. Und es startet. Der große Preis von Kanada ist eröffnet. Kimiani kommt da vorne gut weg. Ja, auch beide Renault-Piloten kommen gut weg. Ja. Also da hat sich nichts geändert. Und hinten überholt schon ein McLaren den Niki Lauda, wie ich es gesehen habe. Ja. Kaganov hat ein bisschen was verloren. Ja, von Pito ist das. Pito ist jetzt Pito. Hinter den Renaults. Dann Gandalf, dann 8. Und dann ein Alpha Tauri, Dani müsste das sein. Vorne. Oh, Venom hat sich da leicht gedreht, aber alles gut. Nur mal kurz ein bisschen auf der Wiese gewesen. Ja, also. Pito, große Gewinner des Starts, würde ich mal behaupten. Oh, und ein mit dem Ferrari ist da an der Seite, hat sich da verbremst. Shadow? Ja, Shadow hat sich da verbremst. Ich schau mal kurz. Aber Frontflügel ist alles ganz klar. Ja, also Pito startet auch gleich den Angriff auf Dominik und geht da vor der Schikane vorbei. Sehr schöne Einstellung. Kiminadi da ganz vorne, aber Fitzefan lässt sich da nicht abschütteln. Ja, und da fährt auch schon einer in die Box. Niki Lauda fährt in die Box, habe ich gerade gesehen. Oh, Niki Lauda in der Box. Ja, ich schau mal, was bei dem so passiert ist. Müsste mit Frontflügelschaden wahrscheinlich dann auch sein. Hm? Jawohl, Frontflügel wird da direkt gewechselt und er geht auf Hart. Mhm. Wählt sich die Harten aus. Ja. Und Shadow ebenfalls auf die Harten, aber ohne Frontflügel. Oh, Shadow hat in der Box aufgegeben anscheinend. Oh. Das ist nicht erlaubt. Nur mal so am Rande, in der Box aufgeben. Oder? Gegen Kevin hat fast verbremst hinten, aber alles noch gut. Ja. So, schauen wir mal durch. Also, wir haben da vorne Pete, der sich den Renault mittlerweile geholt hat. Wir können ja mal gucken auf die Positionsänderung. Also, Pete, der drei Plätze nach vorne. Dominik hat zwei Plätze verloren. Twitchy vier Plätze nach vorne. Und ja, Niki Lauda, der große Verlierer, war natürlich auch an der Box. Ja, King Kev auch von drei Plätze, so auf sechs Sachse drei Plätze, ja. So. Dann geht's weiter. Also, Fützefan bleibt im DRS-Fenster sozusagen. Und DRS-Fenster ist jetzt auch eröffnet. Also, macht da mächtig Druck auf Kiliminati. Ja,
Caravan hinten. Alles erst einmal so bleibt, keine großen Zweikämpfe. Reibt sich. Diesmal bleiben sie alle sehr ruhig hier. Ja, es ist alles ein bisschen geblieben jetzt. Ne? Es sind ja auch 35 Runden zu fahren. Also es ist ja nicht so, dass man von jetzt auf gleich irgendwie attackieren muss. Ja. Oh, Shadow hat 20 FPS nur gehabt. Natürlich ist es so dann nicht möglich zu fahren. Also ja, das ist natürlich dann klar. Das ist, das sieht man ja nicht auf der Strecke. Passt schon. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir da jetzt einen kleinen Knäuel. Oh, ich passe da mit einer kleinen Verbremse, aber alles gut. Ja, ich bin vorne noch bei den zwei. Ja. Wo sich jetzt Kiminati da jetzt ein bisschen wegsetzen kann. Pitu versucht zu folgen. Dominik kann Pitu nicht folgen und hält sozusagen einen riesen... Hinten ist ein Alfa Romeo. Seth Gaming ist da irgendwie in der Wand gelandet, hat jetzt auf Frontflügel. Oh, muss die ganze Runde fahren mit Frontflügelschaden. Das ist natürlich bitter. Und Wolf Gruber hat sich da an Pitchy vorbeigemacht. Jawohl. Muss natürlich aufpassen da. Ja. Bleibt erstmal hinter Seth Gaming. Ja. Geht jetzt aber vorbei. Ja. Weil Seth Gaming da natürlich schwer lenken kann. Twitchy scheint auch leicht mit dem Auto zu kämpfen. Hat er immer wieder ein Querspiel. Ja, also. Die hinteren Medienfahrer machen jetzt so langsam ein bisschen Druck auf die Softfahrer vorne. Könnte passieren, dass die vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Ne? Also Aid jetzt auch an Dominik dran. Gaganov musste da ein bisschen abreißen lassen. Na, schauen wir mal nach vorne. Danny ist auf jeden Fall jetzt, beziehungsweise Project ist da sehr nah an. Danny setzt sich auch jetzt auf der langen Gerade daneben. Das müsste eigentlich, boah, schiebt ihn da leicht raus. Also macht da das Tor schnell zu. Aber Frontflügelschaden bleibt aus. Alles gut. Und somit hat sich Project da vor Danny gesetzt. Also 8 immer noch hinter Dominik. Pfütze-Fan ist ein bisschen rangekommen wieder. Also er kriegt jetzt wieder DRS. Und da unten prasseln die 3 Sekunden Strafen jetzt ein nach dem anderen ein. Mal gucken, hat auch jetzt DRS. So, schon mal hinten reinschauen, da sehe ich den Finger. Oh, Kiliminati verliert fast das Auto! Au! Und damit ist Pfütze-Fan dann auf P1 und Pitu direkt in Schlagdistanz. Hat jetzt natürlich auch überhitzte Reifen, der Kiliminati. War da mächtig am Schwanken. Noch gut das Auto abgefangen. Mal gucken, ob Pitu davon profitieren kann. Ja, wenn Liebeherr wieder da. Und Brocheck holt sich Gandalf. Brocheck ist momentan auf dem Vormarsch. Gandalf ist sehr langsam, weil Danny kommt nämlich auch daran, aber bleibt noch dahinter. So, und 8 bleibt auch noch hinter Dominik. Also kommt da auch nicht vorbei. Ist schon dritte Runde, wo er hinterher fährt. Könnte da eventuell vielleicht ein bisschen schneller, der 8. So, jetzt ist natürlich klar, kann Kiliminati jetzt wieder den Rhythmus finden, um wieder reinzukommen und Pfütze-Fan wieder attackieren. Ja, ist jetzt ein Dreikampf von. Ja, das ist sehr schön. Hinten versucht Liebeherr gleich an Danny, an Danny und an Kagandaf, der sich der Danny wieder geholt hat. Also hier, die tauschen die Plätze, wie sie wollen. Das ist wie beim Radfahren bei dem. Da fährt einer vor, holt Windschatten und dann wird man wieder getauscht. Ja. Kiliminati jetzt direkt dran auf der langen Geraden. Der S ist auf. Pitu muss dann wieder ein bisschen abreißen lassen. Also die zwei da vorne, die machen schon mächtig Tempo. Ja, und hinten holt sich die wieder ganz easy. Kann man nichts reden. Ganz easy holt er sich da den lieben Danny ohne Probleme. Ja, und vorne bleibt alles so, wie es ist. Und Sexy Sachse hat Twitchy geholt. Also das und Danny ist in der Box. Danny ist der erste Softfahrer, der in der Box ist. Und Liebeherr geht jetzt auch noch an Kagandal vorbei.
Ja, holt sich die Mediums und neuen Frontflügel, also scheint er hat Frontflügelschaden, ne? Okay. Und schauen wir mal bei Fingo, der holt sich nochmal Soft und auch einen neuen Frontflügel. Also doch leichte Frontflügelschaden bei den einen oder anderen. Ja. So, King Kev hat da jetzt erstmal freie Bahn vor sich und hinter sich. Der kann jetzt erstmal in aller Ruhe seine Pace da finden. So, und vorne ist jetzt Kiminati direkt dran an Friedlefan. Und ja, und Kaganda hat da jetzt Liebeherr auf Team lassen müssen. Und wie passt es jetzt hinter ihm? Sehr spannend. Ja, also Kiminati ist da schon ein bisschen daneben. Bremst jetzt wieder ab. Ey, hat es jetzt endlich geschafft, an Dominik vorbeizukommen. Also ist er geduldig geblieben und ist dann vorbei. Wie geht's weiter hinten vor? Reaper's immer noch hinter Kakandal. Ja, musste da, war da fast daneben, aber dann kam die Schikane schon und musste da erstmal dick auf die Bremse gehen. Ja, es ist nicht ohne. Lieber auf Nummer sicher gehen, bevor er da reinsteigt, das stimmt schon. Und Twitchy und King Kev in der Box. Auch neuen Frontflügel, King Kev, Twitchy. Nur Reifenwechsel. So, und dann sind wir wieder hier bei den vorderen zwei. Pitu kommt da nicht richtig dran. Also sie kämpfen hier gleich, aber Pitu kommt dann natürlich nicht dran. Kann das Tempo da von denen da nicht so ganz mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal schauen, weil jetzt gleich kommt wahrscheinlich die neue Attacke von Reapers da an Kagandalf. Pizzafan macht das gut, ist da weit weg von Kiminati. Da kommt jetzt die Attacke, Flügel geht auf, jawohl, war schon neben Kagandalf, wo der Flügel aufgegangen ist, also das ist ein sicheres und leichtes Spiel dafür. Also man merkt, Kagandalf kann im Rennen die Pace noch nicht ganz so mitgehen, geht auch direkt in die Box. Ja, sind die Soften dann zu Ende gegangen bei ihnen? Es sind jetzt viele an der Box. Pitu geht an die Box, holt sich die Mediums. Dominik an der Box, holt sich die Mediums. Ja. Irgendwie kann ich gerade nicht umschalten, aber okay. Jetzt geht's wieder. Also, jetzt guck mal, man kann an der Fulz 9. Ah, hat er Frontflügelprobleme. Also, man scheint. Wir sehen zwar nichts, aber anscheinend hat er der eine oder andere Frontflügelprobleme. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und Kiliminati überholt Fitzefan auf der Gegend gerade. Fitzefan kann da kontern. Ich bin gespannt, wo er rauskommt, der liebe Gagandalf. Oh, bei den beiden Racing Points. Ja, zwischen denen. Lauda, genau, jetzt dazwischen. Also, jetzt bin ich gespannt. Also, da ist ein guter Gilauder mit dem Harten unterwegs. Ja. Gagandalf muss jetzt die Reifen erstmal ein bisschen warm fahren. So, damit ist Fitzefan wieder mit der S hinter und beide gehen rein. Beide an der Box. Aid geht mit. Damit übernimmt Liebherr die Führung momentan. Vor Reapers. Ja, ich bin jetzt bei Dominik. Ich bin jetzt gespannt, ob der andere also alle auf funktioniert hat. Der kommt jetzt in die Schikane rein. Gegenüber Aid. Ich bin gespannt, wo kommen die beiden vorne raus. Also Aid ist jetzt aus der Box, also hat jetzt die Freigang. Kann jetzt Gas geben. Oh, das wird eng. Er kommt da. Ja, ja, hat's vor, geschafft. Vor das wird Aid natürlich fuchsen, gell? 3-4 Runden als hinter Dominik hier zum Fahren. Dann hat es überholt und dann macht Dominik diesen und kommt damit sozusagen durch und ist sehr schön. Finde ich geil. Also gemacht. Also, da die richtige Taktik. Kiminati überholt da Wolf Cooper auf der Gegend. Gerade Fitzefan will gleich mitstechen. Außen geht's doch nicht. Außen kannst du denn vorbei. Pitu schnappt sich da durch Fitzefan. Oh, hartes Manöver von Pitu. Fitzefan gleich mit. Ja, Fitzefan dann gleich mit. Aber alles noch gut gegangen. Ja, alles noch gut gegangen, aber Fitzefan da außen noch vorbei zu nehmen, ist Quatsch gewesen. So, und jetzt ist Pitu dran. Pitu ist neben Kiliminati. Fitzefan jetzt auch noch dabei. Also die drei ersten. Oh. Oh.
Auto kommt da zu weit raus. Ja, musst du halt Platz lassen. Ja. Aber nochmal alles gucken. Also und Wolf Cooper dreht sich! Verliert das Auto und eine komplette Frontflügel kaputt. Ah, sehr ärgerlich. Oh, und da der zweite Renault-Fahrer fährt da voll in ihn rein. Das hätte nicht sein müssen. Haut ihn da komplett weg. Ja. Wolf Cooper heißt dann jetzt in die Box und die Harten wollen dann durchfahren. Gucken, was geht. Ja, und Pito wieder hinter Kiluminati und Fitzelfan. Das sind jetzt unsere Top 3, Leute. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie lange sie da brauchen, um Air Rider einzuholen. Und uns, ob es jetzt Attacken gibt, Pito. Ja, ich glaube nicht, dass da. Ah, wenn Pito Kiluminati unter Druck setzen kann, könnte da was passieren. Also er ist jetzt dicht dran. Also Fitzelfan kann ich jetzt schon sagen, der wird da vorne nicht mehr viel, also der müsste da schon jetzt viel aufholen, weil er jetzt Linkskurve ist der immer am Kappen. Also da gibt's keine Probleme. Der hat schon 30 Sekunden Strafe auf jeden Fall, das habe ich mitbekommen. Aber und die anderen vielleicht durch. Auch. So, hinten mal einige in der Box. Wolf Cooper ist auch noch in der Box. Holt sich Soft. Also Wolf Cooper holt sich die Soft und keine Hard. Ah, hat sich Kiluminati vorne Schikane davor gesetzt. Pito muss jetzt mit überholen. Fitzelfan auch noch. Und Finger will jetzt Auto, aber alles gut gegangen. Nichts passiert. Ja. Ja, hat das Auto gut abgefangen. Also wo ist Pito hin? Pito ist 5. Nee. Pito ist da gerade ausgefahren. In der Kurve gerade ausgefahren irgendwie. Hat sich da voll verbremst anscheinend. Ja, weil der geht jetzt an die Box. Boah, ist halt ärgerlich. Und Fitzelfan und. Ja, Fitzelfan. Ich habe jetzt gerade Liebherr in der Box auch noch. Liebherr ist auch in der Box. Boah, ich war gerade ein bisschen lost. So, und Kagandalf. Holt sich doch noch nicht, Dani. Aber ist auf jeden Fall da dran. Also. Gandalf ist an Dani dran, da bin ich gespannt, wie lange es noch braucht, bis er es hat. Weil Dani scheint da noch nicht ganz so gut mit den Mediums klarzukommen. Aber ich sehe auch gerade Ferrari-Pilot, das ist mit von der Partie. Ja, hat sogar noch die Soften natürlich noch drauf. Genau wie Project und Air Rider, das sind die jetzt auf Soft gewechselt haben von Medium. Dani kämpft da vorne mit den Mediums. Er ist nicht ganz so glücklich, glaube ich. Ah, guck, Nielsen hat gerade geschrieben, Ryder ist Pito aufgefahren. Ah, okay. Oh, und davon hat Gandalf ein bisschen verbremst. Verliert dadurch jetzt natürlich den Platz gegen Reapers. Und der versucht es jetzt gleich gegen Dani. Also Kiluminati kommt jetzt super klar mit den Mediums, fährt jetzt eine schnelle Runde nach der anderen. Fitzelfan kann da nicht so richtig folgen. Vielleicht hat er auch einen Frontflügel gefahren. Ja, durch diese Aktion mit Wolf Cooper da, wo er da unbedingt mit der Brechstange noch vorbei wollte. Ja. Dominik jetzt dann an Pito dran. Oh, da hinten fliegt ein Haas-Pilot und Twitchy. Also Twitchy und Air Rider da zusammen gekracht. Okay. Ja, da scheint auch, Twitchy hat da auch beide Platten weg. Also der definitiv mit einem starken Frontflügelschaden. Und zwar ist nicht die Frage, wer hat wen da berührt, aber sonst keiner. Also bei Air Rider sieht man nicht keinen Frontflügelschaden. Kann natürlich heißen, dass es trotzdem einer ist. Ja. Sieht man ja am Spiel. Ärgerlich. So. Da hinten. Aber okay. Es ist wie es ist. So, Dominik wird sich jetzt wahrscheinlich Pito holen. Ist jetzt schon daneben. Ist dann vorbei. Kiluminati, die eine schnelle Runde nach der anderen. Also fährt er jetzt mächtig Tempo da vorne. Haut er jetzt raus. Und Pito sieht so aus, als hätte Pito da ein bisschen Probleme. Sei der da angeblich
rausgeworfen wurde, also wo er weiter dann draufgefahren ist. Ja, Kimi hat die da 1:11.836 aktuell eine schnellste Rennrunde, also der kommt da im Rennen an seine Qualifying-Zeitrunden ran, das ist schon sehr stark. Ja, ist ja gut, und er kommt auf jeden Fall besser mit dem Mediums klar wie ein Fitzo-Fan. Aber wie gesagt, Rennen könnte natürlich auch einen leichten Frontflügelschaden haben. Die Pandas ist auf jeden Fall immer noch hinter Danny. Ja. Aber jetzt hat Danny ein Problem gehabt. Da Kurvenproblem, jetzt ist natürlich gar keiner dran. Ja, aber wird nicht überholen. Ja, vielleicht geht's gleich auf der Geraden. Ah, Pito ist jetzt wieder an Dominik dran, hat sich anscheinend gefangen. Doch, er sticht da rein, aber muss man zurückziehen. Kommt doch Druck von hinten. Zwei. Boah, jetzt bin ich gespannt. Lieber spät auf der Bremse. Jawohl, das hat er gut gemacht, der Lieber ist da reingestaunt. Das hat Pito er geschafft. Vor Dominik wieder. 8 hat sich Project geholt. Project. Boah, hier viel Überschuss gegenüber Danny. Ja. Ja, man sieht auch, Gandalf hat da kaum RS, fast gar nichts mehr. Und Danny ist sau langsam mit den Mediums. Gandalf kommt da jetzt auch vorbei. Also scheint Danny da leicht Probleme mit den, entweder mit den Reifen oder dass sein Auto hat einen Schaden. Ja. Man weiß es halt nicht. Oh, Gandalf, ein leichter Drift hingelegt, aber das Auto gut gefangen. Ich bin jetzt gespannt. Bleibt aber erst wieder vorne. Alles gut. Alles gut gegangen. Ja. Pito hat sich ja dann den Sinsert ja schon mal Dominik geholt und dann 8 hat sich jetzt Dominik sozusagen zur Brust nehmen wollen oder will es jetzt. Ja, also Pito kann sich dann ein bisschen absetzen. 8 jetzt neben Dominik. Sektor 2, gelbe Flagge. King Kev. King ja. Kev steht da. King Kev steht da. Ja, und Safety Car. Safety Car. Project sofort in die Box. Project sofort in die Box. Aber wo steht der denn? Schauen. Sektor 1. Ja, der steht aber steht da rechts in der Wand. Ja. Sektor 1, die erste links-rechts im Prinzip. Ne, zweite. Die zweite ist es, ja. Also der erste DNF, der dann gleich zum... Also der zweite, aber Shadow hat sich... Ja, Shadow ist ja... Shadow ist in der Box, das ist... Deswegen sage ich ja, der erste DNF. Alle an der Box. Die ersten sind ja durchgefahren. Konnten ja nicht reagieren. Safety Car steht auch hier nach der Kurve 2. Und die meisten auf Hard. Project auf Medium? Ist natürlich, ist an sich glaube ich die schlauere Variante auf Medium, weil mit Medium kannst du auch durchfahren. Also, das sind jetzt, ausreichen, ja. Das sind jetzt vielleicht 15 Runden Racing, jetzt 3 Runden Safety Car. Ich bin gespannt, was macht Kriminali davon. Ja. Der fährt in die Box. 14 Fan, nee, 14 Fan fährt weiter. 14 Fan fährt weiter? 14 Fan fährt weiter. Okay, dann wird's Pito wahrscheinlich... in die Box. Ja. Dominik auch und 8 fährt weiter. Also 8 und Fitzefan tendiere ich, dass die jetzt durchfahren wollen mit Medium. Ja, ich bin mal gespannt. Kimiani muss da ziemlich weit fahren und da vorne, aber er hat sich auch Mediums geholt. Ja, kommt dann als Dritter dann raus. So hat er nicht so viel verloren. Und hat neue Mediums und kann natürlich dann auch durchfahren. So. Auch Pito und Dominik haben da jetzt nicht viel verloren. Da kommen noch beide vor Project. Also Sexy Sachse, Ryder, Niki Lauda, Finger Twitchy. Gut, die sind in der Box gewesen. Aber Air Ryder, Niki Lauda und Sexy Sachse und die zwei vorne, die waren nicht in der Box. Also es war eigentlich, kann man schon sagen, 90% des Feldes war in der Box. Twitchy kriegt während der Safety-Phase in 3 Sekunden Schaden. Das ist natürlich 15
soll es nicht persönlich nehmen, aber das ist für mich selten dämlich. Weil. Es ist doch. Ja, wir wiederholen uns jede Woche. Mal gucken, wer wen jetzt mal auffährt. Das ist ja jetzt mal wieder im Safety-Car-Phase. Wer wen? Ja. Wer 5 Sekunden kriegt? Oder ob sie sich verbessert haben? Ja, auf jeden Fall kommt jetzt das Feld wieder ein Stück zusammen. Nicht nur ein Stückchen, das kommt zusammen. Ja, war sehr auseinandergerissen, aber natürlich. Ja, aber es gab hier und da eine kleine Grüppchen immer wieder. Ja. Also Air Rider muss definitiv an die Box. Der ist noch mit Soft unterwegs. Warum der nicht in die Box gegangen ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt taktisch nicht so klug gewesen. Aber er könnte ja vielleicht noch für noch einen Safety Car profitieren. Sieht es wieder ganz anders aus, ist natürlich klar. Aber für den ersten Moment Air Rider. Die Hälfte haben wir ja schon. Kann er damit so uns das kann man im Leben durchfahren. Die anderen können alle durchfahren. Date und Fixed-Fan, bin ich mal gespannt, was die machen da mit den angefahrenen Medians. Also auf jeden Fall ist das Feld jetzt gleich wieder komplett. Jawohl. Die auf hart gewechselt sind. Vielleicht rentiert sich das am Ende des. Vielleicht ist es auch eine Nummer sicher. Ja, klar. Meistens kommt ja doch schon diese Runde rein. Oh, selbst ja schon diese Runde. Ich hätte noch eine Runde erwartet, aber naja. Gut, dann springen wir mal zu uns. Würden, das ist die Fitzelbeine mit dem Höllenoll. In Schlagdistanz. Mal gucken, wann er Gas gibt. Ja, bestimmt das Tempo hier. Also hinten machen die das schon mal sauber. Ja, da gibt es ja Vollgas. Hinten ist alles safe. Ich glaube, ja, da ist der Platz gehalten. Oh, der Angriff von Seth Gaming gegen Wolf Cooper kommt da sehr früh. Ja, aber muss auf die Bremse gehen, weil er da zu früh wahrscheinlich schon überholt hat. Weil nichts mit. Oh, Berührung. Twitchy hier hinten. Also hier hinten geht's leicht her und Wolf Cooper hat sich gedreht. Wolf Cooper hat sich nach Kurve 1 wieder gedreht. So, wollen wir mal das Feld vorne alles beim Alten. Das erste. Vorne. Oh, hier kommt der Angriff. Danny zwischen Kakandal. Jawohl, das war ein leichtes Spiel. Und Kaganda kommt der Konter direkt. Jawohl. Das auch geschafft. Ah, noch nicht ganz. Die sind jetzt noch nebeneinander. Doch. Boah, ja. Bremst ziemlich spät. Ja. Aber Dani hat die Innenbahn. Jetzt sind sie beide nebeneinander. Gehen beide gleichzeitig. Ah, nein. Kaganda ist vor Dani. Da hat natürlich Dani den Windschatten da. Vorne bleibt alles beim Alten. Alles sehr verhalten. Aber ansonsten passt es. Hier holt sich der Repass, der Probleme hatte in der Schikane. Und da sind jetzt drei Autos nebeneinander. Williams, Alfa Tauri, ja, und Air Rider. Kaganda hat eine ganze Berührung. Ja, Kaganda wurde aus der Session ausgeschmissen. Disconnect. Ja, Disconnect wieder bei Kaganda. Dann fährt jetzt die KI weiter. Die wird natürlich jetzt die Leute ein bisschen aufhalten. Da, und Repass, da hinten, da flogen Flügelteile. Da kommt Wolf Cooper, ich hoffe, der macht jetzt langsam. Safety Car, Safety Car. Ich hab da hinten nur das Auto quer rüberfliegen sehen. Da steht er auf jeden Fall in der Mauer. Da steht er. Und Wolf Cooper, Durchfahrtsstrafe. Rasen während der Safety Car Phase. Das ist ein gebrauchter Tag für den Wolf Cooper. Ja. Und Repass da, ich weiß jetzt nicht, was genau passiert ist. Ich habe nur noch im Hintergrund den Ferrari da durch die Gegend fliegen sehen. Ja, mal gucken, wer da irgendwie einen Schaden erlitten hatte. Ja, ist die 66 hat einen Frontflügelschaden. Ich sehe da 8 jetzt an der Box fahren. 8 fährt jetzt an die Box.
Project. Das ist natürlich, jetzt verliert natürlich ganz viel Platz. Ja, also ganz viele Plätze. Bingo fällt auch natürlich an die Box. Also Pizza Fan fällt weiter, das ist für mich eigentlich die bessere Strategie jetzt gewesen. Jetzt 8 wird ganz weit zurückgespielt. Der wird jetzt, weil alle jetzt sagen, ja, 11. Platz da. Jetzt nicht die Durchfahrtsstrafen hätte unser Wolf Cooper. Hätte er Chance auf Punkte, aber er muss leider nochmal eine Durchfahrtsstrafe nach der 60er Phase. Okay. Ja. Natürlich die Frage. Innerhalb von 3 Runden muss es machen, kommt Safety Car jetzt nicht wieder pünktlich rein. Doch, doch, das zählt ja ab dann, wenn der Safety Car drin ist. Alle Spiele ab dann, gehört. Ab dann 3 Runden. Also wenn Safety Car reingeht. Gerald schreibt auch in Grupp, das ist das letzte, ja, wie schon die Tage davor. Spiel kann man einfach nur in die Tonne kloppen. So, somit jetzt für zu verändern, Frau Kummer-Martin. Ja. Er hat es meiner Ansicht nach besser gemacht wie 8. Ist draußen geblieben mit seinen Mediums. Ja, aber Giuminati wird ihn wahrscheinlich schnell holen können, weil er hat die frischeren Reifen. Ja, er hat die frischeren Reifen, klar. Aber er muss natürlich auch erstmal weg. Das ist immer so. Weil wenn Fitzofan das clever macht. Ja, der Renault, der macht sich schon immer breit. Ja, Tati schreibt rein, ich denke mal, man sollte in der Lobby drin bleiben, wenn er BNF ist. Ob das was bringt, da drinnen zu bleiben, mag ich zu bezweifeln. Weil, ich meine, Gandalf ist jetzt glaube ich das dritte Mal hintereinander, dann damit sich das Spiel wieder schließt. Ja. Das ist definitiv nicht. Ich würde mal sagen, das ist wirklich spielbedingt und nicht lobbybedingt. Ich weiß es nicht. Vielleicht er hat halt vielleicht hat er mal null Probleme. Hat er schon gemacht. Ist eine, also, vielleicht liegt es auch wirklich da an der Verbindung irgendwie zum Host und dadurch dann zu viel, was weiß ich, keine Ahnung. Und das Spiel schließt sich einfach. Ja, wenn das Spiel sich einfach schließt, ist es einfach von der Xbox oder Xbox. Xbox kannst du einfach. So, also die Lampen sind am Safety Car aus. Ja, das kommt jetzt rein. Jetzt hat natürlich 14 Fan gleich da vorne das Sagen. Marina. Ja, da sagst du es. So, okay. Der gibt schon Gas und er fährt auch geradeaus in die Boxen, also wenn ich das richtig sehe. Okay. Warum? Naja, gut, auf jeden Fall. Und sich die Soft. Okay. Damit ist Kiliminati erster Verbietung. Ja, dann. Also, das ist ja wirklich kürzer. Ja, hinten holt sich 8 Switchy? Ja, genau. Und Niki Lauda ist an Sefkin. Ja, genau. Ja. Und Pito ist jetzt an Kiliminati direkt dran. Also müssen sie jetzt natürlich an der KI von Kaganda vorbei. Ja. Niki Lauda hat schon geschafft, das Ding auch ohne Probleme. Und 8 wird jetzt auf der Gerade. Hinten alles noch im Rahmen. Hinten, da passiert es auch echt mehr. Pito bleibt dahinter. Wobei jetzt hier holt sich Air Rider Project. Man musste abkürzen, Air Rider, ganz schön, hat es ja verbremst. Aber
keinen zum Glück erwischt. Jetzt muss ich mich aufpassen. Kaganda, seine KI ist da. Boah, Bortek sticht da rein, hat aber Glück. Ja, du musst dann wirklich richtig im Wolfkübersitz sein, Durchfahrtsstrafe ab. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da hat Fingol Kaganda seine KI gedreht und ist da an die Wand gekommen. Jetzt muss aufpassen. Boah, Fitzefan über die Teile gefahren. Hat Fitzefan da und einen Super auch, das weiß ich jetzt gerade nicht. Frontflügel. Also Fingol hat er da auf jeden Fall einen. Und Safety Car. Und das ist natürlich jetzt für Fitzefan. Ja, weil Kaganda seine KI immer hat Frontflügelschaden. Und Fitzefan hat Frontflügelschaden. Das ist dumm. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Ärgerlich, ja. Komplett, das ist. Da hat sich einer verhakt in der KI, die hat es gedreht, stand quer. Ja, das ist jetzt richtig ärgerlich bei Fitzefan. Bei Fitzefan, wenn jetzt Leute in die Box gehen und holen sich Softs, ne? Wäre Fitzefan, oder wenn jetzt, sage ich mal, alle. Also gehen wir alle viel weiter. Ja, ja, wir fahren weiter. Aber jetzt kann man mit Soft durchfahren, attackieren. Fitzefan müsste da wahrscheinlich wieder in die Box. Ja, Dani, Niki Lauda und Seth Gaming. Gehen da in die Box. Project ist mit dabei. Und da auch noch einen neuen Frontflügel. Der hat auch Frontflügelschaden. Ja, also Niki Lauda auf jeden Fall auf Soft vorne. Seth Gaming sehe ich da auch auf Soft. Ja, Wolf Cooper. Dani hat sich aber hart geholt. Oder ist es nur? Ja, nee, hat sich hart. Nee, Medium geholt, okay. Ja. Wahrscheinlich hat er keinen Soft mehr. Das kann nicht auch sein. Wolf Cooper damit. Vorne gespült auf 11. Hatte man natürlich jetzt die ganzen Soften hinter sich. Ist natürlich dann auch ein bisschen ärgerlich. Dani hat sich die 10 alten Runden Mediums geholt. Hat der keine Soften? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, scheint ganz so, dass er keine frischen Ersatzreifen mehr hat. Ja, gut, Wolf Cooper riskiert es mit seinem harten, was hat er auch zu verlieren. Ja. Er hätte natürlich jetzt auf Soft nächsten können und dann ja, attackieren, aber gut. Somit wieder Safety Car. Ja. Alles schon Safety Car. Anderthalb Runden gefahren, Safety Car, anderthalb Runden gefahren, nächste Safety Car. Ja. Das ist immer. Aber das war jetzt natürlich auch echt blöd mit der KI, das ist sehr ärgerlich. Ja. Das tut auch Pfützenfan da richtig weh. Ja, und Dani geht wieder an die Box, weil er einen falschen Reifen gekriegt hat, und ist er dann letzter. Ja, wählt jetzt einen Soften aus. Ja. Ah, ganz letzter wird er nicht. Er könnte noch vor. Nee, nee. Vor den Alpha-Fahrer kommen. Alpha kommt er nicht. Ja, stimmt. Vor den Alpha-Fahrer kommt er noch raus. Ja. Also. Niki Lauda, wenn er. Er hat ja das Tempo, das hat man ja in den Qualifying gesehen. Wenn er das jetzt auf die Strecke bringt, jetzt hier beim Rennen und schnell an den Leuten vorbeikommt, könnte er noch aufs Treppchen fahren. Eventuell. Mit den Soften. Alle mit angefahrenem Medium oder harten Reifen. Also lieber ja da mit den harten auf Platz 3. Bin mal gespannt, ob er sich da behaupten kann gegen Dominik und Aid, die ziemlich flott unterwegs waren, die beim Rennen. Oh, Safety Car in dieser Runde? Ja, Safety Car kommt jetzt schon rein, weil alle sind da. Oh, jo. Das ging flott. Gut, dann gucken wir uns mal an, wie Killuminati das macht. Noch gibt da kein Gas da vorne. Wahrscheinlich erst auf der Schikane. Ja. Zack, zack. Oh, Gibi. Ja. Pido hat nicht geschlafen, ist denn direkt dahinter. Livia kann das Tempo nicht mitnehmen. Ist ein bisschen weit weg. Mitten ändert sich auch nichts. Witchy ist ganz weit weg von 8.
Oh, und Wolf Kuba, ja. Hat sich wieder gedreht da in der Kurve. Aber diesmal kein mitgenommen, zum Glück. Ja, gebrauchter Tag für Wolf Kuba hier in Kanada. Und Test Gaming hat sich da anscheinend auch wieder gedreht. Ja, Pito dicht dran. Und Kilimin. Oh, und Seth Gaming ist aus. Seth Gaming ist aus, ich schau grad mal. Wie es da aussieht, wo hängt da? Da links. Da links an der Wand. Ist rechts, ja. Rechts in die Mauer eingeschlagen und links. Das könnte wieder ein 60er geben. Könnte, müsste. Eigentlich müsste. Ist eigentlich aber, ja schon, aber. Jetzt bringt das Spiel nichts raus. Nee. Noch. Ja, bis es weg, bis die da sind, ist es weggeportet eigentlich. Ja. Ja, aber frage ich mich, warum. Grün, weiter geht's. Warum gibt's denn eben ein Safety Car, wo zwei Autos sich mal kurz gedreht haben und. So, hier hinten haben wir auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, dass Niki Lauda da gleich an Sexy Sachs vorbeikommt. Der macht da ganz schön Druck. Ja, ja, mit den Soften gegen die Harten. Ja, sticht da rein, gibt die Berührung, ja, dreht sich auch, blockiert da komplett die Fahrbahn. Das hätte nicht sein müssen, dass, da haben sich einige aber gedreht. Ja, da und einiges auch. Flügelschaden und Safety Car. Ja, das hätte er aber nicht, da hätte er nochmal eine... Ein halber Runden Safety Car! Ein halber Runden Safety Car! Also, das Rennen fing ja gut an. 20 Runden oder so? Ja. Ah, der hätte das. Nee, Leute, hätten die Schikanen abwarten müssen. Der wäre so oder so schneller gewesen. Ja. Naja. Ah, ja, so ist es. Die Ungeduld der Menschheit. Ja, genau. Und damit gehen wahrscheinlich wieder viele in die Box und Wolf Kuber könnte damit wieder nach vorne gespült werden, aber ich glaube, da wäre es eigentlich besser. Oh, hinten sind sie wieder nicht einig, wer vorfahren darf. Naja, das ist wieder mit den 5 Sekunden. Er fährt wen vor und hast du nicht gesehen. Jetzt wäre es an der Zeit auch für Wolf Kuber. Wolf Kuber fährt munter weiter mit seinen Harten. Alles klar. Ja, ist wieder auf 11. Yep. Aber die anderen Munden. Ja, aber pass auf. Restart. Erst zwei Kurven, dann dreht er sich wieder. Naja, gut, wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir das keine eineinhalb Runden mehr. Vielleicht kommt Seltiger ja direkt jetzt rein. Weil nur noch 5 Runden sind. Dann hätte er ein bisschen Vorsprung. Sein, ja. Aber Dani ist dann zu weit weg, um da auf Punkte anzugreifen. Ja. Also, Niki Lauda löst da einen Flügelsalat, einen Carbon-Salat aus. Ja, Totti. Ich weiß auch nicht, was los ist. Rausschauen, fahren, es ja. Es fängt gut an und lässt stark nach. Random 5 Runden noch nie. Ja, wenn wir 5 Runden fahren würden. Gibt's mir nicht ganz heftiger. Dann wäre kein heftiger, wir hätten alle 20 Leute da, wäre diesmal ein gutes Ring gewesen bei 5 Runden. Aber so ist es eben. Wir können es nicht ändern. Wir sitzen auch nur hier und gucken zu und quatschen hier in die Mikros rein. Den Rest machen die Leute, die auf der Fahrbahn sind. Na, heftiger bleibt auf jeden Fall noch eine weitere Runde draußen. Schauen wir mal hinten, wie es hinten abgeht. Wird natürlich Pito ärgern. Der kriegt kein DRS. Also er hat jetzt immer. Eine Runde, vielleicht maximal zwei Runden. Also er hat die ganze Zeit, war die ganze Zeit hinter Kiliminati. Und dann, wenn die Runde kommt, wo er DRS bekommt, gibt's wieder könnte, das Safety Car. Gibt's Safety Car und muss wieder hinterher fahren. Das spielt natürlich Kiliminati in die Rolle, ne? Also, ja, klar. Das auf jeden Fall. Und ja. Liebe Herr kann sich auch da weiter auf Platz 3 halten hinter Dominik dadurch. Ja, jetzt sind wieder alle da und denke mal, der Safety Car kommt jetzt rein und ob wir Bernd Meilen da in den nächsten zwei Runden nochmal sehen würden, wage ich zu bezweifeln, weil es glaube ich dann, dann das Spiel sagt, Safety Car gibt's nicht mehr, jetzt gibt's nur noch Virtual Safety Car oder wir porten einfach die Leute weg. Ja, der Ghost glaube ich wird auch wohl Ghost und aus. Aber wird einfach nur da stehen gelassen, gelbe Flagge und
Naja, also haben die Wärter da draußen auch nochmal ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall kommt da Safety Car jetzt rein, wie erwartet. Und dann geht jetzt gleich in die letzten drei Runden. Tja. Vier Runden. Totti, Entschuldigung. Und das Woche für Woche. So, Fitzefan ist damit wieder vorne auf 9 gespielt worden. Mit seinen Soften könnte da vielleicht nochmal den einen oder anderen Platz gut machen. So, jetzt wird Kibinadi wieder Gas geben. Pito kriegt eine 3 Sekunden Strafe, weil er gecuttet hat. Bleibt auch dahinter. Oh, und hinten dreht sich Sexy Sachse. Sexy Sachse dreht alles sich? Alles gut, war alles. Ja, hat sich nun, war nun so früh auf dem Gas wahrscheinlich. War auf dem Gas, ja. Alles gut gelaufen. Somit Wolfsburger auf dem Punktplatz. Mal gucken. Bislang kommt er gut da durch. Aber kriegt da hinten natürlich Druck von Brocek da, der den vielleicht. Mit dem Medium. So, vorne Pito kämpft da im DRS-Fenster zu bleiben. Der 14-Fan holt sich da Airrider hinten schon das 7 vorgefahren. Und gleich die Attacke gegen Twitchy zu setzen. Also ist jetzt 1,0, 1,1. Also, Kiminati Vollgas voraus. Pito muss da dranbleiben für sich, um dann auch eine Chance zu weisen, vielleicht mit DRS vorbeizukommen. Project und Wolf Cooper tauschen die Plätze. Ja. Dani hat so Airrider hinten geholt. Jetzt kommt der Angriff, oder? Reicht das? Nee, ja. Schickt nicht. Schickt nicht ganz für die Fan. Also, ich denke, Platz 1 und 2 sind durch. Wow, Wolf Kuba ist da zurückgefallen auf 13. Da haben einige ihn überholt. Ah, oh, jetzt für den abgefahrenen Harten. Und jetzt auch Niki Lauda vorbei. Ah, mit den Soften fahren die da einfach vorbei. Ja, Dominik hat hier noch die Chance mit A zusammen, liebe Herr, vom Platz 3 zu stoßen. Schubsen. Aus dem Regal zu schubsen. Aus dem Regal zu schubsen. So sieht's aus. Niki Lauda hier hinten wieder an den Finger dran, da vorbei an den Alpha-Piloten. Jawohl, vorne gab es eine kleine Berührung, aber Air Rider. Ja, die zwei Haas-Piloten. Wenn an Air Rider jetzt vorbei oder nicht, oder doch? Beide Haas-Piloten müssen sich da, glaube ich, einig werden. Ja. Lieber kann sich noch halten da. Der S ist jetzt aktiviert. Pito ist 1,2 Sekunden weg. Da hinten hat sich jetzt Dark Venom vor Airrider gesetzt. Ja, und Brocek wieder an der Box. Brocek an der Box, das müsste noch mit dem Flügelschaden sein. Und da sind. Und da geht rein, Niki Lauda sticht da auch noch mit rein, schubst sich da Airrider ein bisschen zur Seite. Ja, also. Und hat sich da wieder zwei Blätter gesetzt. Sehr aggressiv, der Racing Point Fahrer. Und da hinten ist Exexe Sachse, ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Das Brocek da. Da steht das Auto. Jawohl, gut. Ah, Sechsack ist auch nochmal rausgeflogen, letzte Sekunde. Gab da auch ein bisschen Gerangel dahin. Pito kommt jetzt näher dran. Ist fast im Sekundenfenster. Ja, und Dark Venom ist hier hinten an. Gucken, umschalten, ob an Pito da der S bekommt. Sticht da rein. Ah, Tucci wollte zumachen, aber war schon näher. Also bekommt auch kein DRS. Das müsste gereicht. 8 hat sich haben, Dominik geholt. 8 jetzt an P4. 8 jetzt. Oh, Dominik und Liebherr holen sich da beide 3 Sekunden Zeitstrafe und 8 nicht. Eight jetzt ganz dicht dran. Fährt da fast ins Heck rein, also. Und Fitzefan auch schon auf P6 hinter seinen Teamkollegen mit den Soften. Letzte Runde. Also vorne wird nichts mehr passieren.
Ja, hinten hat sich Airrider verbremst und hat da einige vorbeiziehen lassen müssen. Jetzt ist Niki Lauda dahinter seinen Teamkollegen. Au! Kurzes Rausstechen von Dominik. Kurz mal zeigen, ich bin auch hier, ey. Wenn du einen Fehler machst, bin ich da. Da sind sie aber auch alle nebeneinander. Ed kommt da nicht gut raus aus der letzten Kurve. Die beiden Renaulten müssen aufpassen, dass sie ihn abschießen lassen. Ja. Aber das ist jetzt da vorne die letzte Zieleinfahrt bei euch. Ja, also Minardi hat es definitiv geschafft. Das Rennen in Kanada. Pito und da hinten, was geht da hinten ab? Pito hat so viele Zeitstrafen, könnte da noch runtergeschubst werden. Ed. Boah, Ed ist auf jeden Fall Ed, kommt vor, Ed, kommt vor. Ja, und Wolf Gruber auf die 6 vorgespielt! Wolf Gruber auf die 6 vorgespielt! What the fuck? Ich lach grad nur so, der kommt echt. 14 auf 6 gesprungen! Ich wollte gerade sagen, na, arme Wolf Gruber beendet das Rennen und zack, springt der nach da vorne! Ja, Rennen des Tages Wolf Gruber, ja? Mit 3 180 Grad Drehungen also, und Durchfahrtsstrafen noch auf P6. Ja, ich hab's ja gesagt, Zeitstrafen. Yes. Und was? Zeitstrafen verändern hier das Rennen in Kanada durch diese Track Limits, die ja bisschen tricky hier sind. Ah, da die Jungs feiern wieder. Es war aber eben nochmal spannend mit den zwei Renaults da hinten. Ja, aber die zwei McLaren-Piloten auf dem Podium. Da sieht man Wolf Cooper, null Zeitstrafen. Null Zeitstrafen hat sich gelohnt. Geminardi 1 vor Pito und Aid, also beide McLaren sehr stark. Dominik mit dem Renault auf die 4, dann Liebeherr 5. Wolf Kuber vorgespült ohne Zeitstrafen auf die 6, sehr stark. Dann doch noch, trotz des verkorksten Rennens im Prinzip. 14 für Händler, der zweite Renault-Pilot auf die 7, Dani 8, Niki Lauda 9 und die Top 10 macht der liebe Vingor im Alfa Romeo Racing zu. Ja, dann haben wir 11 und 12 beide Haas-Piloten, Airrider und Dark Venom vor Twitchy und dann Brocheck, der das ganze Fahrerfeld zu Ende macht, denn dann ist alles nur noch DNF. Ja. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was die Herrschaften da vorne zu sagen haben. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Ansage nochmal, wer weiß, mal schauen, was so passiert. Du darfst. Ja, ich bin so eine Party und du kommst erstmal zu mir, genau, zu dem Interviewgespräch und dann gucken wir mal rüber. Wir können ja mal. So, dann müssen wir. Dauergast Kilminati. Also, wir können dir nur zur Information, Jungs, wir können euch die Studioansicht gerade nicht geben, denn ich bin hier im Hintergrund ein bisschen am Chaos, ein bisschen am Umbauen, ein bisschen Probleme mit dem Green Wall. Deswegen sieht das nicht so gut aus im Studio. Deswegen gehen wir in den Showroom. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Jungs sagen. Hab ich den Aid hier irgendwo? Weiß ich nicht, ob du den Aid hast. Zur Not muss dann einer von den Jungs den noch beischmeißen. Ich bin grad richtig los. Tja, das ist auch das Jugendwort des Jahres. Oder das Wort des Jahres geworden. Lost. Warte, ich lade jetzt erstmal die ein. Und dann suche ich den 8 nochmal, weil. Ich habe den normalerweise in der Liste, aber vielleicht hat er sich offline gestellt und dann steht er ganz unten in der Liste. Ah. Machen wir es doch einfach so. Zack. Spielerkarte. Einladen. Puh. Also mal tief durchatmen, kurz Resümee von dem Rennen. Also, gut gestartet vorne, viele Zweikämpfe gesehen, gutes Rennen gehabt und dann ging es los. Dann kamen die Unachtsamkeiten, ein paar Fehler, schweres Reinstechen von den einen oder anderen. Dann gab es die nächste Safety-Car-Phase, anderthalb Runden später wieder in die Safety-Car-Phase. Also es war dann zum Ende hin ganz viel los, aber im Großen und Ganzen war es dann doch ein spannendes Rennen. So, die ersten beiden Herrschaften sind schon hier zu uns gestoßen. Ja. Guten Tag. Guten Abend. Guten Tag. Jetzt fehlt nur noch der. Dann haben wir noch den Drittplatzierten. Fehlt noch der 8.
Eight. Mein Teamkollege, ja, ja. Eight. Steckt der noch in der Teamfeier fest, oder wie? Ah. Jetzt sieht noch ein bisschen feiern. Aber wahnsinnig. Ja, möchte seinen dritten Platz feiern. So, liebe Herrschaften, erstmal vielen Dank, dass ihr hier zu uns gestoßen seid. Kein Problem. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch an mit dem lieben Aid. Damit du ja nicht irgendwie noch eine Pause machst. Direkt feuerfrei hier. Also spannendes Rennen, auch von dir da vorne. Sehr viele Zweikämpfe mitgehabt, dann noch vorgespielt worden zum Schluss. Gib uns mal das Rennen aus deiner Perspektive wieder. Schwierig. Erstmal war ich ja nicht schlecht unterwegs. Beim einen Safety Car, ja, kam dann die McLaren-Strategie, dass halt Pitu vorne war. Er sich dann entscheiden konnte, zuerst auf die Reifen zu gehen. Die kam mir da in dem Moment nicht unbedingt zugute. Aber nach dem nächsten Safety Car war ich dann ja wieder auf Platz 5, glaube ich. Und ja, konnte das dann irgendwie noch durchfahren. Und dann noch durch die Strafen da vorbeigekommen. Das heißt also für dich eher so ein ruhigeres Rennen. Hört sich das zumindest an. Ziemlich, ja. Das einzige richtige Adrenalin in dem Rennen war zum Schluss noch, als der liebe Herr dann so knapp vor mir war in der letzten Runde. Das war nochmal Adrenalin. Vor allem, weil der Fitze ja auch da mit seinen roten Reifen von hinten angeschossen kam. Aber sonst war es eigentlich relativ ruhig. Ja, also auch zufrieden, mit deinem McLaren war, wie er da vorne mit dabei bist und jetzt hier bei uns bist. Definitiv. Schön, schön. Gut, dann haben wir den Pito, der ja so ein bisschen ja nett mitkam bei Killuminati. Killuminati hat das ein bisschen gut gemacht zum Schluss. Hatte dann ein bisschen Pech, dass viele DRS, kein DRS bekommen hast, sozusagen wegen den Safety Cars. Das war halt ärgerlich für dich, weil du warst halt ziemlich nah dran, hättest mal vielleicht mal attackieren können. Pito, wie war es denn für dich? War es genauso ärgerlich, wie ich das jetzt gesehen habe? Ja, weil das war jetzt die erste Möglichkeit der Saison gewesen, dass ich ein bisschen mit Killuminati fighten könnte. Weil leider mit den ganzen Safety Cars sind die Reifen jetzt auch wieder zerstört gewesen. Und da konnte man danach in der letzten Runde gar nicht großartig gegen Killuminati attackieren. Aber in den Anfangsphasen, da wo wir zu dritt waren, ich, Kilo und Futze-Fan, da hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, der Fight. Da habe ich es auch sehr genossen. Ja, ansonsten gab es eine Aktion noch, richtig blöd, von einem Fahrer. Ich denke, das hat man im Stream gesehen, brauche ich mich nicht drauf. Keine Ahnung, also die Aktion hat mir viel Zeit gekostet. Habe ich fast auch den Platz 3 verloren in der Zwischenzeit. Aber zum Glück kam Safety Car und hat das wieder alles geregelt, um ehrlich zu sein, ja. Und so kam ich in den Platz 2 ins Ziel. Sehr schön, ja. Das war halt ein bisschen ärgerlich da mit dem Haas-Piloten. Ja. Vor allem, weil ich definitiv vor ihm war und er entscheidet trotzdem weiter zu attackieren und ja, naja. Ist rum, ist gegessen. Kann man nichts ändern. Ja, Pito, dann Glückwunsch zu P2. Ich möchte auch den Kilo gratulieren, weil er sehr stark gefahren ist. Und ohne Strafe in diese Strecke. Da habe ich mich auch gewundert. Also. Ja. Ich habe ja gestern auch Rennen gefahren, da hat es auch nicht so geklappt mit den Strafen. Ja. Ich hatte das war eigentlich von zwei Verwarnungen. War mega damit. Ja, also D1. Ja, geht an Killuminati mal wieder. Aber der hat starke Leistung, also von hier aus sehr, sehr starke Leistung, von uns aus sehr, sehr gut gemacht. Die Qualifying, bist du eigentlich gegen dich selbst gefahren, immer wieder einen draufgesetzt. Im Rennen habe ich mal so zwischenzeitlich gedacht, oh, war das so klug, so in der 71er Phase so spät reinzugehen oder ja, hätte da man nur rausmachen sollen? Wie war denn sonst so das Rennen für dich? Ja, wie Peter auch schon sagte, die Anfangsphase hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wo wir zu dritt miteinander gefightet haben, also Pito, Fitze und ich.
Einmal hatte ich das Auto dann fast in die Wand gedonnert gehabt. Das war ein richtiger Struggle, das noch irgendwie auf der Strecke zu halten. Deswegen habe ich dann den Platz an 14 auch verloren. Aber Glück gehabt, dass nichts im Auto kaputt gegangen ist. Hatte da ein bisschen Probleme mit der Traktion am Anfang des Rennens, aber es hat sich dann ergeben. Ja. Und dann kam halt die Safety-Car-Welle in der zweiten Hälfte des Rennens. Das war ein bisschen schade. Das hätte da bestimmt noch ein bisschen besser weiterfighten können. Ich habe auch Rückspiegel gesehen, was da mit Peter passiert ist. Da habe ich mich gleich auch wirklich drüber geärgert, weil es wirklich Spaß gemacht hat, mit ihm zu fighten. Genau dasselbe dann auch mit Fitz. Das fand ich sehr ärgerlich, dass Restart den Frontflügel angehauen hat. Ja. Sonst wäre es bestimmt noch ein bisschen schöner gewesen, miteinander zu fighten, aber gut. Trotzdem hat das Rennen auf jeden Fall Spaß gemacht, besonders die erste Hälfte. Jo. Ja, dann gibt's eigentlich nichts mehr großartig zu bereden mit euch. Nö, sag ich hab das mal. Vorne gut gemacht, also. Jo. Wir wünschen uns auf jeden Fall fürs nächste Rennen wieder solche Fights. Auf jeden Fall. Das wünschen wir auch. Und ja, auch ohne Safety Cars, bitte. Goat Masters. Ich werde die ganze Woche beten, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, dass es keine Safety Car gibt. Ja, aber damit wir ein bisschen Coach, Spaß haben miteinander, weil das macht echt Bock, ja, da vorne klar, zu dritt zu fahren. Ja, aber meistens liegt es nicht an Goat Masters, sondern an gewissen Fahrern. Das ist ja, so, auch noch. Ich habe auch noch eine Idee. Wenn Kevin Minardi beim nächsten Mal wieder so schnell ist im Qualifying, dann kriegt er ein paar zusätzliche Gewichtsdinger da hinten dran gehangen. Ja, komm doch, mach doch mit dem Wald. Ich würde alles beschnitzen. Da kann er mal unter 100 Kilo Sprit. Platz 20. Oder Pole Position, aber mit 100 Kilo Sprit anstatt 20. Ja. Auto Performance 2020 und der muss in Williams. Ja. Ja, gut. Also so vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Und einen gleichfalls schönen Start. Gleichfalls. Danke. Jo, okay, ciao, ciao. Ciao. Genau. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, auch an euch vielen, vielen Dank für die zahlreiche Anwesenheit am Anfang des Startes. Dann war leider ein bisschen so abgeflacht, aber ist ja nicht schlimm, kann ich verstehen. Aber kommt immer wieder. Denkt dran, unter der Woche immer gucken auf YouTube, da gibt es aktuelle News, Neuigkeiten. Auf Twitter gucken, gibt es News, Neuigkeiten. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag wieder.